Herzlich willkommen zum Tutorial über den Kraftstoß. Da werden wir der Frage nachgehen, wie denn eigentlich Bewegung entsteht. Zunächst einmal aber klären wir den Begriff der Dynamik. Die Dynamik beschreibt und definiert die wirklichen Bewegungen, die aufgrund der einwirkenden Kräfte auf Körpermassen entstehen. Nehmen wir als Beispiel einmal diesen Minigolfball hier. Durch einen Schlag mit dem Golfschläger wird der Ball in Bewegung versetzt. Ebenso der Fußball im rechten Bild. Hätte der Schütze nicht gegen den Ball geschossen, so läge der Ball immer noch da. Um den Begriff des Kraftstoßes zu definieren, müssen wir uns erstmal Gedanken machen, was heißt eigentlich Kraft? Der Definition von Wick kann man entnehmen, dass Kraft die Ursache aller Bewegungen ist. Die nächste Frage, die wir uns stellen, wenn wir wissen, was Kraft bedeutet, was bedeutet dann eigentlich ein Kraftstoß? Dafür bedienen wir uns folgender Tabelle. Dank Newton haben wir eine Definition für die Kraft, die Formel dafür lautet Masse mal Beschleunigung. Der Impuls trägt das Symbol P und die Formel dafür lautet Masse mal Geschwindigkeit. Integriert man den Beschleunigungsverlauf eines Körpers über die Zeit, so erhält man die Geschwindigkeit. Wir sehen also, die Unterschiede zwischen Kraft und Impuls sind nicht sehr groß. Dann kommen wir auch schon zum Kraftstoß. Das Symbol dafür lautet Delta P. Und die Formel dafür sieht schon etwas komplizierter aus, aber keine Sorge, das wird schon. Das erste, was uns auffällt, ist, Impuls und Kraftstoß haben beide die gleiche Einheit. Beide werden in Newton-Sekunden angegeben. Wie wir schon festgestellt haben, Kraft ist eine äußere Einwirkung auf ein Objekt. Einmal kann die Kraft eine dynamische und eine verformende Wirkung haben. Was genau das bedeutet, wird noch erklärt. In diesem Ausdruck sehen wir die Einheit Newton noch einmal vollständig ausgeschrieben. Ein Newton ist gleich die Masse in Kilo mal Meter pro Sekunde Quadrat, sprich die Beschleunigung. Hier ein paar gängige Kraftwerte in Newton. Die Maximalkraft beim Weitsprung, der Springer, der wiegt 100 Kilo und springt 7,5 Meter weit, beträgt ungefähr 12.000 Newton. Werte für die Handkraft beim Rudern liegen bei ungefähr 300 Newton. Damit ihr ein Gefühl für die Einheit Newton bekommt, hier noch ein einfaches Beispiel. Okay. Ein Newton ist die Kraft, die benötigt wird, um einen Körper, sagen wir jetzt mal, der Ball, der wiegt ein Kilogramm, zu beschleunigen, und zwar auf die Geschwindigkeit 1 Meter pro Sekunde. Ganz wichtig, die Beschleunigung sollte gleichförmig erfolgen. Und das innerhalb einer Sekunde, ja. Also dieser Ball wird jetzt beschleunigt bis zur Geschwindigkeit 1 Meter pro Sekunde innerhalb einer Sekunde gleichförmig, ja. Das, meine Lieben, das ist ein Newton. Dann hätten wir das auch geklärt und es kann weitergehen. Und zwar klären wir jetzt noch einmal kurz den Begriff der Masse. Die Masse ist eine innere Eigenschaft jedes Körpers. Sie ist ein Maß für seinen Trägheitswiderstand gegenüber einer Beschleunigung. Ein wichtiger Begriff, der gerade aufgetaucht ist, ist der Trägheitswiderstand. Den Fußball gerade eben konnte ich problemlos wegschieben. Ich hätte aber beträchtlichere Probleme, wenn es kein Fußball wäre, sondern eine Bleikugel, die 10 Kilo wiegt. Zunächst aber ein paar grundlegende Sachen über die Masse. Das Symbol für die Masse ist M und wird in Kilogramm gemessen. Dabei spielt die Geometrie des Objekts keine Rolle. Entscheidend ist die stoffliche Substanz, also die Dichte. Holz und Eisen können gleich groß sein vom Volumen her, deren Masse jedoch verschieden. Je größer die Masse und demnach auch die Trägheit eines Körpers, desto größer ist der Widerstand, den er einer Beschleunigung entgegensetzt. In unserer vorigen Tabelle tauchte noch der Begriff Impuls auf. Dieser ist definiert als das Produkt aus Masse m und Geschwindigkeit v und gilt als Maß für die Bewegungsgröße eines Körpers. Man kann sich den Impuls als ein Maß für die Schwierigkeit vorstellen, ein Teilchen zum Stillstand zu bringen. Beispielsweise hat eine schwere Bleikugel, die mit gleicher Geschwindigkeit über den Boden rollt, einen höheren Impuls als der Fußball, der kaum was wiegt und auch die gleiche Geschwindigkeit hat. Eine wichtige Sache zum Impuls gibt's noch, und zwar möchte ich euch gerne den Impulserhaltungssatz vorstellen. Dieser besagt nämlich, dass wenn die Summe aller äußeren Kräfte auf ein System 0 ist, dann bleibt der Gesamtimpuls des Systems konstant. Eine nette Formel zum Impulserhaltungssatz seht ihr hier noch eingeblendet. Was sich dahinter jedoch verbirgt, verrate ich euch im zweiten Teil. Tschüss und auf Wiedersehen.